Wir erhoffen uns von der Feierlichkeit im 2017, dass wir die Freude, die dann ist ausgebrochen vor 500 Jahren, auch wieder den Menschen weitergeben können. Die Freude, am Miteinander können, Glauben zu feiern, auf Christus zu hören, eben an Eigenverantwortung, an der Freiheit, diese Freude soll können aufleben im nächsten Jahr. Ob die Trennung von damals sinnvoll war oder nicht, finde ich müssig, weil geschichtliche Ereignisse einfach stattgefunden haben, wie sie sind. Sinnvoll war sicher, dass man die Punkte, die angesprochen werden mussten, schonungslos angesprochen hat. Und das ist ja heute nicht anders. Wenn man Klartext redet, dann muss man halt in Kauf nehmen, dass für eine Zeit, für eine gewisse Zeit, auch Trennungen da sind. Ob es das letzte Wort ist, die Trennung, das wollen wir dann schauen. Ich freue mich sehr, dem Ratspräsidenten des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes ganz offiziell und symbolisch die Sondermünze zu diesem denkwürdigen Jahr übergeben zu dürfen. Danke vielmals. Das Konzept von heute war Schattenwurf Zwingli. Wir haben 500 Jahre Reformation und es ist ein kirchliches Thema, ein extrem wichtiges und Licht ist Hoffnung. Es ist überliefert, dass nicht ganz alles halt einfach nur mit Hoffnung und positiv war. Es hat auch Schatten gegeben natürlich in der Reformation und das soll auch in diesem Konzept einfließen, Licht, Hoffnung und Schatten.